Salut, bienvenue, mes amis. Hier ist Kulles Filmwelt. Ja, was soll ich sagen? Die Kulle wurde getaggt. Getaggt vom Film Frick Marcel. Der möchte gerne wissen, erstmal, Salut, Marcel. Schön, dass ich dabei sein darf bei deinem Projekt. Und du willst von mir quasi wissen, ja, bezüglich des Verpackungssammler-Tags. Wie ich zu Verpackungen stehe, also wenn es um DVDs und sonstiges geht. Tja, naja, also ich weiß nicht, ob es so wird, wie du es dir jetzt vorstellst, denn ich stehe zu Verpackungen diesbezüglich völlig anders da und wahrscheinlich ziemlich allein oder so. Ja, ich habe da so meine eigenen Auffassungen und wir haben ja 10 Fragen und ich werde diese Fragen, ja, kurz dann vorlesen und dann ja die Antwort geben und eventuell noch erläutern. Ja, alles klar, gut. Also, starten wir mal mit der ersten Frage. Ich lese das hier übrigens von meinem Handy ab, ja, nicht, dass ihr denkt, was guckt die Kulle heute immer so nach unten. Ja, also, die macht ja schon sonst immer so Verrenkungen, aber nein, man muss ja wissen, wie die Frage lautet. Also gut, die erste Frage. Ja, die erste Frage ist, was ist deine liebste Verpackung und warum? Ja, also Leute, was soll sein? Also die ganz einfache, ich nenne es auch einfach mal so primitiv, diese ganz einfache, lächerliche Plastikhülle, wo man halt das Cover reinsteckt, ja, und dann die DVD einfach drin ist. Das Wichtigste ist doch nur, dass die DVD, wo die drin ist, ja, oder die Blu-ray oder was auch immer da, dass die kleinen Zinken, die kleinen, wo die CD, DVD und Blu-ray einrastet, damit sie schön hält, bevor man sie dann auspackt, dass das gewährleistet ist, dass da nicht die Zacken da weg sind, ne? Nicht, dass die da einfach in der Hülle da klick, klack, kluck und man hat schon Schaden an der DVD, ne? Oder Blu-ray. Ja. Ansonsten ist mir völlig egal, was da ist. Einfache DVD-Hülle. Ja. Oder einfache Blu-ray-Hülle, aber Plastikhülle. Ja, ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Denn mir geht es nur um den Film, um nichts anderes. Ne? Frage 1 gewesen. Und da vielmehr, das war die erste Antwort zur ersten Frage. Was haben wir jetzt als zweite Frage? Welche Verpackung ist für dich überbewertet und geht absolut nicht? Ja. Also alles, was über eine normale DVD-Hülle oder Blu-ray-Hülle, ja, hinausgeht, ist für mich eigentlich schon, ja, also wie war das hier in der Frage? Überbewertet, ja, ist für mich völlig überbewertet. Ich meine, Leute, worum geht es denn eigentlich? Es geht um Filme. Und dass die auch nicht irgendwie beschadet sind dann auf der DVD oder so. Die Hülle ist mir, wie schon eben gesagt, völlig egal. Also diese, es sieht ja schön aus mitunter, ja. Schöne Aufmachungen und so, ja. Ist ja nett. Ja. Also, es gibt ja verschiedene Mediabooks, ne? Kann man nachher auch noch so. Und Steelbooks, wunderschöne Steelbooks, ja, kommen wir später auch noch mal zu. Aber für mich persönlich, Leute, ist das wurscht. Ja. Ich will den Film und weiter interessiert mich nichts. Vielleicht soll das Cover noch schön sein, ja, dass irgendwie, wenn man einen Lieblingsschauspieler hat, dass der so richtig schön, also vielleicht auch ein ganz seltenes Foto mal drin ist, drauf ist auf dem Cover, ne, wo man sagt, oder ein Set-Foto, was man so überhaupt nicht bekommt. Ne. Ja, sowas wäre geil, ne. Sowas ist toll. Ja. Aber die Hülle an sich, na, ist für mich überbewertet, also generell überbewertet. Und geht gar nicht, ja, es geht alles, Leute. Ne? Also es ist schön, wenn jetzt wirklich so Filmsammler sich das wirklich danach hinstellen wollen und so, ja, und dann sagen, ja, möchte ich gerne haben. Alles super duper, freue ich mich für die Leute. Ne? Für mich überbewertet und ist unnötig. Also für mich kann es auf das Nötigste begrenzt sein. Gut, ich nehme es jetzt mal ganz krass, ja. Ihr kennt doch von früher
wenn man Rechner hatte und sich dann Programme gekauft hat, dann gab es ja die CDs und die waren meistens, die waren zwar verpackt, aber die waren dann, wenn man sie rausgenommen hat, in so einer Papiertüte drin im Grunde, ne? So mit so einem Klebeband. Ne? Gut, das, also das wäre jetzt ein bisschen, also ich habe es jetzt übertrieben, ne? Würde aber reichen im Grunde. Nun ist natürlich blöd, man muss dann so das mit dem Finger so raus und man muss ja dann in die Mitte quasi, dass man so greifen kann. Und da zerreißt natürlich auch das Papier. Ne? Das ist, also das fand ich zum Beispiel damals immer total lächerlich. Da hätten sie schon so eine, wisst ihr, wie ich meine, diese damals die CD-Hüllen, also von als Audioträger, ja, oder sowas hätten sie schon machen können. Ne? Also, aber wir sind jetzt beim Film. Aber jetzt mal überspitzt gesagt, das würde sogar mir auch reichen. Ne? Wenn das Papier meinetwegen robust wäre, ja, und nicht kaputt gehen würde. Und wenn man dann auch machen könnte, dass die DVD gut rauszuholen ist und nicht, dass man das ziehen und ziehen muss und dann rutscht man vielleicht mit dem Finger nach. Ja, seht ihr hier, ich habe so Fingernägel hier. Ne? Und dann vielleicht da gleich einen Kratzer drin hat. Muss nicht sein, Leute. Ja? Aber ansonsten, wie gesagt, ne? Tja, mehr kann ich da nicht sagen. Ne? Die Kunde ist halt ein spezieller Fall. So. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Dritte Frage jetzt, ja. Hast du einen Film in verschiedenen Verpackungen in deiner Sammlung? Naja. Wenn ja, welcher? Wenn ja, welcher Film? Und was für Verpackung? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein und derselbe Film in verschiedenen Verpackungen werden. Sehe ich doch jetzt richtig, oder? Ja, glaube schon. Ja. Ja, muss wohl so gemeint sein. Ich habe nämlich gerade jetzt mal die anderen Fragen nachgelesen, ob ich mich geirrt hatte, dass da noch eine Frage dazu kam später. Ja, ich habe tatsächlich einige Filme, die ich dann nochmal auf DVD gekauft habe. Und zwar, Leute, die Kulle ist ja, wissen ja schon einige, Baujahr 78. Ne? Also ich bin so 80er-Kind somit, kann man sagen. Und ich habe die Entwicklung natürlich von Anfang an mitbekommen. Ne? Davor aber, Leute, und besonders so, wo ich jugendlich wurde, in den 90er Jahren, war ich, eigentlich ab Anfang der 90er Jahre, war ich ja, ich bin ja immer schon Filmfreak gewesen. Ne? Also jetzt, genau wie Filmfreak Marcel, quasi ein Filmfreak Kulle, ne? Leute, da verstickst mir gleich die Stimme. Ich schneide das auch nicht, ich habe jetzt keinen Bock zu schneiden dann noch. Ne? Kein Ding, ne? Ja. Und dann gab es, früher war es noch tatsächlich, selbst in den 90ern so, da gab es früh, entweder ganz früh um 6 oder 4 Uhr früh sogar, Filme, ja, vom Frühjahr, die sehr selten waren. Also gerade wo auch so die Privatsender angefangen haben, die haben alles rausgekloppt, was ging. Ja. Da hat man wirklich gute Filme bekommen von ganz, ganz früher, ab 40er, ja, 30er. 50er, 60er, 70er, 80er. So, alles querbeet. Ja. Zwar mit Werbung, wenn man jetzt so einen Privatsender hat. Bei manchen war es aber dann nachmittags auch zum Beispiel öffentlich-rechtliche. Da hatten die noch richtig, da komme ich direkt in die Stadt, und da hatten die noch gutes Programm mitunter, ja, in den 90ern. Da gab es dann am Nachmittag immer diese Filme am Sonntag, ja, im zweiten Fernsehen, ja, wo so 50er-Jahre-Filme kamen. So mit Hildegard Knef, Kurt Jürgens, Uwe Fischer. Ne? Kennt heute gar keiner mehr anscheinend. Leider. Ja. Und die habe ich mir dann aufgenommen. Da hat man natürlich dann ja, kein Problem mit der Werbung gehabt. Aber eben doch dieses Zeichen, ne? Also das Sendelogo quasi. Ne? Gut, hat ja gereicht. Aber bei den Privaten war es natürlich dann mit der Werbung. Und das war auch so mein Lieblingshobby zum Beispiel, dass ich gerne die Werbung rausgeschnitten habe. Denn es ist mir wirklich immer gut gelungen. Es ist mir wirklich immer perfekt gelungen. Da habe ich schon damals gedacht, jo, Cutterin wäre das Richtige. Ne? Wenn du dann nicht Filme cutten müsstest, da, wo wirklich was wegfällt, dann, ne? Das hat mir dann halt nicht so gefallen. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber da habe ich mich sehr mit beschäftigt. Da habe ich bestimmt 500 Videokassetten mit irgendwelchen Filmen, ne? Von eben den besagten Schauspielern. Ne? Oder eben mal
wenn irgendwie ja was Außergewöhnliches kam, was extrem selten war, da habe ich dann auch nicht auf den Schauspieler geachtet, aber wusste, der Film war gut, dann habe ich es mir so aufgenommen. Also diese Videokassetten, die man sich gekauft hat, VHS-Kassetten, 240er Länge, also 240er Länge bedeutet 4 Stunden, ja, 300er Länge, 5 Stunden, ja. Leute, Froschemals, Entschuldigung. Und das habe ich gemacht, ne? Da habe ich ganze Schränke voll. Ne? Dann schön mit Etikett so aufgeklebt, welche Filme das waren, ne? Also wie die heißen, Ja noch hingeschrieben, Land noch hingeschrieben, also für, in meinem Fall zum Beispiel Frankreich, F 1959 zum Beispiel, ne? Ja, und so, und immer schön so bunt. Ich hatte so eine Stifte von Herlitz da damals, ne? Wurde immer schön aufgeschrieben. Ja. Und die haben dann abgedudelt. Ne? Nun war aber dann, wo die DVD mal kam, da habe ich dann schon gesagt, also viele waren ja dann auch schon abgedudelt, wie gesagt, ne? Band war dann auch nicht mehr so toll und so. Ne? Da habe ich gesagt, okay, günstig gerade im Angebot, kaufe ich mal, ja, DVD. War mir aber egal, ja, welche Hülle oder so, ne, wie gesagt. Hauptsache günstig. Manchmal habe ich welche, die so ausrangiert wurden von irgendwelchen Medien, von irgendwelchen Medienmärkten, also Elektromärkten und so. Manchmal für 1,99 einen Film geschossen, den ich da einfach mal gesucht habe, ne. Ganz selten aber, ne? dass so richtig Perlen der Filmgeschichte auch mal dabei waren. Aber wenn es dann so, also zum Beispiel, wenn man jetzt von bekannteren Filmen ging, ja gut, okay, dann waren es auch mal, ja, aber die Höhen waren eigentlich immer gleich. Also ich habe da nicht geguckt, ne? So, und das habe ich dann halt zugelegt. Also ich kann mich erinnern, ganz früher, wo ich noch 12 war oder so, ja, 12 muss ich gewesen sein, oder 13, kann mich erinnern, da, dass ich ja voll Roy Black Fan war und auch noch bin, ja, aber nicht mehr so wie ganz, ganz früher. Ne? Und da hatte ich die Filme alle damals aufgenommen, besonders nach seinem Tod, wurden ja viele Filme gerade im Privatsender gebracht, eben da er ja da auch eine Serie zum Schluss noch gemacht hat, und da haben die das natürlich alles runter und drauf gedudelt, ne? Und das habe ich alles aufgenommen, ne? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, mit der Werbungsunterbrechung, und dann fehlt manchmal ein kleines Teilsätzchen oder so. Da habe ich dann gesagt, okay, gerade bin ich irgendwie so, meinetwegen auch manchmal 10 Mark, es waren damals noch 10 Mark, ja. Hol ich mal, ja. Die Mark war ja da auch noch ein bisschen was wert, und da konnte man wirklich mit rechnen. Also, was wirklich Geld bedeutet, ne? Und da habe ich gesagt, 10 Mark waren wirklich günstig, ja. Ja, hole ich dann, ne? Und dann hatte ich den ganzen Film richtig, ne? Das waren ja damals auch noch, denn mitunter, da kann mich erinnern, dann ja auch Videokassetten, die waren ja auch so, die waren dann mitunter so dick irgendwie so. Und dann Plaste halt, ne? Hartplaste so, ja, deswegen ja auch Hartboxen. Ja, das hat dann gereicht, ne? Habe ich welche hier, will ich jetzt aber aus rechtlichen Gründen nicht die Fotos hier reinhalten, ne? Und sonst würde ich es euch zeigen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin da immer so ein bisschen anders als meine netten Kollegen, aber ja, ne, ich beschreibe es dann lieber, ne, also regt auch den Geist ein bisschen an, ne? Ja, und später dann, als die DVDs kamen, nö, also kein Ding, ne? Also es gab mal vereinzelt, mal, ich habe mal da auch einen Roy Black Film dann noch gekauft gehabt, den gab es, bis dahin habe ich den nie auf Videokassette gesehen, ja. Also auf Kauf-Videokassette, nämlich dann nur als DVD. Ich glaube, war, wenn man Schätzchen auf die Pauke haut. Und den habe ich mir dann so geholt. Aber eben nur, weil ich den auch jetzt ohne Werbung da, also ich habe es immer gut rausgeschnitten, aber es hat irgendwie gestört. Und manchmal waren dann vom Sender wurde dann plötzlich ein Wort verschluckt oder so, ne, wenn die das so, und das hat mir nicht gefallen. Und das hat mich schon geärgert, deswegen habe ich dann das mal gemacht, ne, aber so günstig wie möglich, bitte Leute, ja. So günstig wie möglich. Kulle. Ja, die Kulle ist ein Sparfüchse. Man kann immer alles haben, Leute. Ich sag's, wie es ist. Man kann immer alles haben, aber man muss nicht über teuer kaufen. Ja. Man muss auch noch auf Angebote warten. Ja. Ein guter Tipp. So, also wir waren jetzt quasi, hast du, ja, und also wie gesagt, ne, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr habt nur von Roy Black oder so, ne?
Dann mit Kurt Jürgens, ich bin ein wahnsinniger Fan, besonders wo ich so 17, 18 war von Kurt Jürgens. Ich war förmlich verliebt in den. Und also wirklich richtig, ne? Also der das Teufelsgeneral gespielt hat und immer noch das Weib und so, ne? Ja gut, das sind so die Standardfilme, ja. Ich habe dann eben die ganz seltenen Filme gesucht, ja. Wie auch Mimosen wollen blühen, ne? Ja, habe ich bis heute nicht auf DVD gefunden. Ja, habe ich auch bis heute noch nicht auf Videokassette tatsächlich gefunden. Also es sei denn vielleicht irgendwo mal auf eBay, ja. Oder das zweite Frühling mit Kurt Jürgens. Der hat schon mal in sich. Also Leute, ich kann euch sagen. Ja, ne? Die habe ich alle damals auf Videokassette aufgenommen. Also von mir aus, ne? Also wie ich schon erklärt habe. Und da gab es mal ein Angebot, irgendwie so ein, ja, es war kein Mediabook, es war mit einem Schuber und war günstig, weil da vier Filme von Kurt Jürgens drin waren. Und dann dachte ich, naja, also für den Preis, ich glaube, waren vier Filme oder waren sogar fünf. Schöne Bild da, aber kannte ich schon, ne? Von daher hätte ich es nicht gemacht. Aber ich dachte, ja, jetzt mal nach all den Jahren, das müssen 20 Jahre her gewesen sein, nachdem ich die ersten Male aufgenommen hatte. Und da habe ich gedacht, okay, nehme ich mal mit, ne? Ja, aber ansonsten hätte ich nicht gemacht. Ja. Ja. Wirklich nicht. Und wie gesagt, die ganz seltenen Filme, Leute, die gibt es eh nicht. Also auch Mimosen wollen blühen, was ich gerade gesagt habe. Bis heute nicht gefunden. Ja? Aber wenn den vielleicht, dann ja, weil ich jetzt auch momentan keinen Videorekorder, also ich habe einen Videorekorder, aber ob der noch geht, keine Ahnung. Leute, da würde ich dann vielleicht mal sagen, okay, man kann sich da mal, ja. Aber ich wäre da lieber digital. Also wenn, dann würde ich mal an die netten Streaming-Dienste, besonders mein geliebtes Prime, mal appellieren. Bitte bringt doch mal die seltenen Filme aus den 70er Jahren mit Kurt Jürgens raus. Also jetzt nicht nur hier die St. Pauli-Filme, die gibt es ja mitunter schon. Aber hier, Leute, auch Mimosen wollen blühen. Der zweite Frühling, ja. Wirklich tolle Filme, die niemand kennt, aber die wirklich lustig sind. Ja, okay, also von daher mal ein kleiner Aufruf. Ja, alles klar. Gut, wo waren wir denn jetzt überhaupt? Welche Verpackung ist für dich? Ach so, überbewertet. Ach so, wir sind ja schon bei Frage 4. Muss mir merken. Ich merke mir das immer nicht. Frage 4 ist, ja, genau. Was war der teuerste Film, den du dir je gekauft hast, in einer bestimmten Verpackung? Ja, also ich bin immer, also wenn mir was gefällt oder wenn ich auch was suche, ne, und das dann finde, dann ist egal, ne. Also Film, ne. Ich habe zum Beispiel auch die ganzen Dallas Seasons, ne, also die alten mit Larry Hagman, ne, also die alten, nicht die dann später im Privatfernsehen dann kam, also die dritte Staffel quasi, nee. Also die zweite Generation kann man so sagen, wenn die nächste Generation. Nicht da, wo Larry Hagman schon so krank und leider auch schon alt war, sondern ich meine die wirklich aus den 80er Jahren, ja. Da habe ich alle, ne? Die waren damals, glaube ich, 30 Euro oder was. Da war schon Euro. Und die habe ich alle gekauft dann und haben noch einen Rabatt gekriegt. War Prime. War wieder, also da war ich noch gar nicht Prime, aber war Amazon. Und weil ich die alle hintereinander gekauft habe, irgendwie so, haben die mir sogar noch einen Rabatt gegeben. Da habe ich, glaube ich, nur 25 oder so bezahlt. Und noch irgendeine, und zwar, es gibt auch Dallas-Filme, also wie Dallas quasi entstand, also wer Dallas kennt, da gab es ja Jock und Eddie Ewing, ne? Also quasi die Eltern von J.R. und Bobby und Gary Ewing. Ne? Und da gab es diesen Film dazu, ja. Haben sie mir mitgeschenkt, weil, also als Gutschein irgendwie so, ja, mal geil. Ne? Habe ich hier drinnen stehen, will ich jetzt aber nicht zeigen. Außerdem habe ich sehe ich hier nichts, weil dunkel ist. Ich habe nur den Scheinwerfer vor mir. Dann fliegt die Kohle noch oft hin, ne? Setzt sich auf den Popo. Okay. Nicht fein. Also wie gesagt, also das war wahrscheinlich das teuerste damals. War so ungefähr in den 2000er Jahren. Da habe ich bei Amazon halt Dallas da die ganzen Staffeln und da hat eine Staffel. Aber da waren mehrere CDs drin, ja. Das war die gesamten Staffel immer dann eine Staffel, ne? Also da hat nichts gefehlt und da sogar noch mit tollen, hier sagen Sie mal, Frau Kollegin und Herr Kollege,
wirklich die niemals in Deutschland ausgestrahlt wurden. Ja? Also die waren dann auch nur in Originalsprache mit dabei, aber sie waren mit drauf. Ja? Und da wirklich komplett die Serie. Und da habe ich gedacht, okay, also muss ich mal zugreifen. Und dann habe ich den Dallas-Film, glaube, wie alles begann oder irgendwie so hieß das, habe ich dann dazu bekommen. Hat mir Amazon gesagt, ja, wie wär's, ne? Also ich hatte den im Korb und dann haben die gesagt, ja, müssen aber nichts dafür bezahlen, weil sie jetzt die ganzen Staffeln da irgendwie gekauft haben. Quasi, also 3/4 Staffel schon. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Kohle damals, ne? Ja. Und dann habe ich ein bisschen später nochmal gekauft. Ja, den restlichen Teil waren ja, glaube ich, 11 Staffeln oder so. Oder waren es mehr? Mal ungelogen, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Habe ich heute noch. Ne? Dallas ist cool. Leute, müsst ihr euch anschauen. Also wie gesagt, das war das Teuerste. Ne? Ja, und in welcher Verpackung? Ja, war ein Schuber. Ne? War ein Schuber mit verschiedenen, mit allen, also da waren immer so 6 Teile oder so drauf. War 4, weil die gingen ja immer so eine Dreiviertelstunde. Und dann hat man immer dann rausgenommen und nächsten Teil angeschaut. Ne? Ja, da waren mal so 3, 4, nee, 3 waren nicht, aber 4, 5 Dinger, ja, waren da drin im Schuber. Und ja, also so ein Pappschuber, ne? So, reicht doch. Leute. So, Paar 5. Deine Meinung der Preispolitik zu den unterschiedlichen Verpackungen. Beispiel, Blu-ray zum Steelbook. Naja, Leute, ihr habt das ja jetzt schon mitbekommen. Also, muss ja nicht großartig mehr sagen und labern. Dass, also jetzt, wenn natürlich eine tolle Sache ist, dann achte ich jetzt auch mal nicht so aufs Geld, wenn jetzt irgendwie was ganz Seltenes ist, wo ich sage, ne, muss ich jetzt haben, weil gibt's sonst nicht. Ne? Also, habe es jetzt zum ersten Mal zum Beispiel gesehen, obwohl ich schon 30 Jahre danach suche. Gut, da würde ich auch mal ein bisschen teurer dann sein. Ne? Aber die Preispolitik an sich von Blu-ray und Steelbook oder dann einfacher DVD und dann irgendwie, weiß ich, ja, ist Wucher. Ist einfach nur Geschäftemacherei, Leute. Ist einfach nur Geschäftemacherei. Und zwar, bestes Beispiel, also jetzt mal jetzt vom, nur mal jetzt, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, also habe ich jetzt selber nicht, aber ich habe zum Beispiel immer gerne hier mit Ashton Kutcher gesehen, hier die wilden 70er, also 70 Show hieß das, ne? Im englischen Original. Habe ich mal so geguckt, ne? Ob das irgendwo gibt. Ne? So, eigentlich wollte ich Streaming haben. Ne? Bin ja Streaming, also ich bin wirklich Streaming-Fanat, ne? Also DVDs, naja, sage ich nachher vielleicht noch, wenn ich dran denke. Ja? Für mich sind DVDs, ja, also warum steht, also ich sag's jetzt schon gleich, warum soll ich mir die kaufen? Ja? Die stehen dann da bloß rum und dann sucht man ewig und 3 Tage. Dann ist so viel, dass man vielleicht noch dahinter geschoben hat. Und für mich persönlich, also ich sage immer, ja, war nur Staubfänger und da musste wirklich erst einlegen und da musste so. Es ist immer toll, wenn man Streaming hat, also finde ich für mich, ihr könnt es ganz anders sehen. Ich genieße das mit Streaming tatsächlich. Natürlich ist mir klar, dass vielleicht auch mal eventuell ein Film nicht mehr verfügbar sein wird, auch wenn ich ihn digital gekauft habe. Aber das ist ja, Pech dann, ne? Es kann ja auch passieren, Leute, das müsst ihr auch mal so überlegen. Ne? Ihr sagt, ja, aber ich habe ihn dann auf DVD. Ja, aber mit der DVD kann auch mal was sein. Oder ihr habt irgendwie einen DVD-Rekorder, wo plötzlich die Linse nicht mehr funktioniert. Oder ihr schaut das über Laptop, ja, macht das da rein. Und der kann den Codex nicht lesen, der Leser. Dann könnt ihr euch die DVD Blu-ray auch hier an der Wange halten und könnt dran horchen, ob vielleicht ein Ton rauskommt. Ne? Zumindest, wenigstens. Ne? Ist genau dasselbe. Ne? Oder irgendjemand hat es aus Versehen fallen lassen. Ne? Zerkratzt irgendwas, ja. Eine Garantie dafür, dass irgendwas und dann vielleicht noch eine seltene DVD oder Blu-ray, ja. Tja. Da könnt ihr dann auch genauso in die Röhre glotzen, sage ich mal, wie die Kulle, wenn sie ihren Streamingdienst quasi digital sich da kauft und halt plötzlich nicht mehr funktioniert, also nicht mehr ist, ne? Also der Film. Ne? Aber ich habe ein gutes Beispiel gerade. Ich habe letztens gerade, was ist das denn immer, wenn ich hier live gehe, mit der Nase, Leute, unglaublich.
Also, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, hier auch so einem Film, Friedman. Dem habe ich ja einen Tipp gegeben von Al Pacino im Film, und zwar Revolution. Ne? Also, das ist ein toller Film mit Al Pacino in der Hauptrolle. Geht um Bürgerkrieg da oder irgendwas. Jedenfalls war es ein Herzstück von Al Pacino. Ja? Und was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ach so, ja, genau. Und zwar, ich habe den gekauft, ne, auf digital, ja, Prime, ja. Und ich wollte ihn den, weil er, glaube ich, auch Prime ist, wollte ich ihm den Link geben. Und da stand dann, ist an deinem Ort nicht verfügbar. Und er sagte dann auch so zu mir, siehste, jetzt hast du die Popo-Karte gezogen, ne? Jetzt kannst du ihn auch nicht mehr anschauen. Da habe ich gesagt, ätschi, bätschi, bätschi. Also jetzt nur lustig gemeint, ne? Ätschi, bätschi, bätschi. Weil ich ihn gekauft habe, kann ich ihn auch schauen, aber die anderen könnten leider, wenn sie den jetzt sehen und anklicken und auch gerne kaufen oder leihen wollen, können nicht mehr, weil Standort nicht mehr verfügbar. Ich habe ihn aber. Also davon, da kann man auch nicht meckern, jetzt auch für Digitalbibliotheken, wenn auch dieser Fall mal eintritt. Ja? Also ich bin wirklich Streaming-Verfechter, und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Muss ja jeder für sich wissen. Ich freue mich für jeden, der es anders will oder sagt zusätzlich ja, aber ansonsten lieber was zum Anfassen, kann ich auch verstehen. Aber ja, ich sag euch eins. Die Hüllen, die fassen sich alle gleich an, im Grunde, wenn man jetzt von normalen DVD-Hüllen ausgeht. Alle dasselbe. Gut, ihr habt noch ein nettes Bild. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, wegen der Preispolitik, Kinder. Lustig, lustig. Ja, da wird natürlich Wucher betrieben. Das ist einfach nur eine Geschäftemacherei. Die setzen auf irgendwie die Fans oder so, Filmfreaks, die sagen, ich muss alles in jeder Ausführung oder was Besonderes haben. Auch nicht in jeder Ausführung, aber immer was Besonderes. Ich will das da haben. Und dann zum Beispiel, weil ich gesagt habe, in den 70er, ne, habe ich einmal gar nicht geschaut. Habe ich mal geschaut auf Streaming hier, ob das irgendwo ist, ne? Gab es ja nicht, aber DVDs, ja, war damals, ja, Amazon da. Haben sie wunderschön gemacht, da haben die irgendwie so das irgendwie so nachgebaut, wie irgendwie der Keller da von den Jugendlichen da, wo die da immer drin saßen, also, oder irgendwie was war da, ja. Da war irgendwas, was ganz Besonderes, also muss man schon sagen. Aber wo soll ich mir denn das hinstellen, Leute? Das nimmt doch Platz weg, das war riesengroß, ja, war riesengroß gehalten. Ja, kann man vielleicht noch irgendwo finden, könnt ihr ja mal nachgoogeln. Unsinn, Unsinn, ja. Für mich. Oder damals, wer Schwarzwaldklinik noch kennt, ja, wurden DVDs zu irgendeinem Jubiläum da gemacht. Da wurden die DVDs reingesteckt in eine Außenverpackung, wie die Schwarzwaldklinik aussah. Also, aber das ist ja nur abfotografiert, genau, und dann irgendwie gepresst, raufgedruckt da. Und jetzt hast du da die kleine Schwarzwaldklinik, die da aus Pappe da kurz mal dasteht. Ne? Also, und das ist alles nur Geschäftemacherei, Leute. Also entweder geht es mir doch tatsächlich um den Film. Ich meine, es ist ja schön, wenn man dann sagt, ach guck mal, aber das guckt man sich einmal an und dann sagt man, mir geht es um die Serie oder den Film oder sonst was. Ne? Aber nicht. Also, und wie gesagt, ne? Es ist jetzt egal, ob es um Blu-ray dabei geht oder Steelbook in der Preispolitik. Steelbook ist ja dann noch wahrscheinlich vielleicht mitunter teurer als das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Leute, unfassbar. Ja? Die nutzen die Leute aus, die völliger Fan vielleicht sind, oder eben die sagen, kann ich nicht darauf verzichten, weil ich bin Sammler. Ne? Ist ja schön, wenn man sammelt, aber das nutzen die aus, wie in allen anderen Situationen auch dann. Ja? Ja, so ist meine Meinung. Also, ansonsten, anders kann ich nicht sagen. Also ist jetzt so meine Meinung. Ne? Ansonsten muss man halt immer nach Angeboten schauen. Manchmal gibt es auch günstige Blu-rays oder vielleicht irgendwie ein Steelbook. Ja, natürlich ist ein Steelbook teurer. Ja, ich habe gar keine Steelbücher, also Steelbooks, ja, habe ich nicht. Weil, also das sind ja auch so ganz besondere Filme dann für so meinetwegen wie bei Skyfall, und Skyfall mag ich sowieso nicht wirklich, ja. Also wenn es so richtig Skyfall ist, wie man es versteht, halt mit Weltall und so, ne, stehe ich nicht drauf. Und bei solchen Filmen wird sowas ja meistens gemacht. Also
Denke ich jetzt mal so. Also mich interessiert das nicht. Also ich nicht. Aber das ist natürlich klar, dass es teurer ist. Aber da kennt ihr euch besser aus, weil danach schaue ich gar nicht, weil es mich eh nicht mit der Verpackung interessiert, Leute. Wisst ihr? Also, ja. Und wenn ich es mal sehen würde, dass was schön ist, würde ich sagen, oh, sieht ja hübsch aus, ja. Sieht ja hübsch aus. Aber ansonsten, nö. Also, deswegen kaufe ich es mir nicht. Ne? So, wo waren wir denn? Deine Meinung, Preispolitik. So, jetzt sind wir bei Frage 6. Sammelst du eher Film oder Verpackung? Tja, also ich glaube, das sollte jetzt mal kurz und bündig behalten werden, denn ihr wisst meine Meinung. Ne? Es geht mir um den Film und um nichts anderes. Ne? Ich glaube, das habe ich schon in der ersten Frage quasi mit beantwortet gehabt. Ne? Das habe ich von der Verpackung. Der Film muss funktionieren, also der Datenträger muss funktionieren und dann der Film super sein. Und wenn man Fan ist, dann nimmt man es sowieso dann und dann ist gut. Was habe ich denn von der Verpackung? Aber mit kann ich mir den Popo wischen. Haben wir auch nicht. So, Frage 7. Welche Verpackung, Steelbook, Mediabook, Hardbooks oder andere, ist die schönste in deiner Sammlung? Schönste, also sehen alle gleich immer eigentlich aus, nur mit einem anderen Foto drin. Interessiert mich auch nicht, ob die schön ist oder so. Also, wie gesagt, ich habe die von Dallas, den Schuber und dann habe ich von Kurt Jürgens so eine Sammlung. Aber dass Kurt Jürgens schön ist, weiß ich auch so. Ne? Da kann ich mir auch Fotos von ihm anschauen. Brauche ich nicht. Ne? Ja, schönste, also da gibt es auch nichts weiter. Also, Hauptsache Film stimmt. Ganz einfach. Ne? Ja. Von Hildegard Knef habe ich übrigens noch einen Film. Ich glaube, das war so ein aufklappbares Ding. Also, wie nennt man Mediabook denn, ne? Ich glaube, jeder Stück für sich allein. Alles. Ja, war jetzt in Ordnung, aber also, ja. Und da hat plötzlich an einer Stelle der Film nicht hinhauen mehr. Da hat's jagt. Und was habe ich jetzt davon? Ein Glück, dass ich den Film noch auf die gute alte Videokassette drauf habe. Ne? Der guten alten Videokassette drauf habe. Ja? Da kann ich mir die DVD hier sonst wo irgendwo hin tun. Verpackung sah ganz nett aus. Ja? Aber DVD nicht, hat gesponnen. Da habe ich es zurückgegeben. Ja? Neu bestellt. War damals ja noch in so Mediamärkten, also Medienmärkten. Ja? War genau dasselbe. Von daher, ja, das meine ich, wisst ihr? Unsinnig. So. War jetzt 7, ne? Frage 7 war das jetzt? Ja, genau. Frage 8. Welche Verpackung hättest du gerne mehr? Ach so, welche Verpackung? Also Frage 8. Welche Verpackung hättest du gerne mehr bei deinem örtlichen Händler oder wieder? Also ich bin früher immer zu zwei großen Medienmärkten gegangen, da war ich damals gerne. Ab da, wo dann wirklich, ab irgendwann habe ich nicht mehr gesammelt, weil die hatten nicht die Filme, die ich wollte. Ich bin so ein Kunde oder so eine Kundin, die immer sehr spezielle Filme haben will, also sehr seltene Filme oder Serien, die es so gar nicht veröffentlicht gibt im Grunde in Deutschland. Also zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt schon mal von Kurt Jürgens ausgeht, habe ich Filme gesucht aus den 30er Jahren. Konnte mir gar keiner beschaffen. Ich hatte jetzt letztens zum Beispiel auch eine französische Serie, Dequoir mit Dave Lebenbach, den man vielleicht kennt, der hat Vanina gesungen. Ich will es jetzt hier nicht an. Singen, weil sonst ja kann ich es wahrscheinlich nicht monetarisieren um das Video, aber macht nichts. Also ein toller Sänger, ja, Chansonnier aus Frankreich. Und ich habe aber auch einige Lieder von ihm auf meinem Kanal drauf, weil ihm Soundtrack-Musik ist. Ne? Also super Sänger und das hätte niemand gehabt. Das habe ich nur in Frankreich, also ich konnte das in Deutschland Amazon bestellen, aber ich musste mit einem französischen Händler quasi. Ja, also die DVD ist auch nur also sind mehrere DVDs, weil es eine sechsteilige Miniserie damals gewesen, 1981.
Und ja, was soll ich sagen? Ne? Also nur Französisch, ne? Ganz normal. Ne? Also und sowas, wisst ihr, die kennen diese Sachen auch, das mit Diguerois, ne? Gibt auch das so einen Roman. Ja? Den habe ich auch gekauft, ja, Kinderedition. Ja. Weil ich immer unterwegs gerne dann irgendwie so lese, wisst ihr, und so. Und ja, ich habe immer so ganz, 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 ganz spezielle Wünsche bei Filmen und Serien. Also ich komme immer auf die unmöglichsten, tollsten Sachen da. Die gibt es gar nicht im Handel, im normalen Handel. Da kann man wirklich auf Streamingdienste zurückgreifen. Leider, DigiWars zum Beispiel war jetzt auch nicht Streamingdienst, musste ich mir wirklich auf DVD kaufen. Ja gut. Ja. Aber Französisch wurde auch nie, glaube ich, synchronisiert leider. Aber das mache ich mal ein anderes Video mal, wo ich euch die Serie DigiWars mal ein bisschen vorstelle. Denn einwandfreie Handlung, einwandfreie Schauspieler, einwandfreie Romanverfilmung. Ja, ja, Verfilmung als Serie, ja. Einstündig ging das immer so, jede Folge so ungefähr. Super Sache, ne? Ja. Und ich sprenge hier mein eigenes, habe schon mehr 33 Minuten, Leute. Ja. Müsst ihr euch ansehen. Müsst ihr euch einfach ansehen. Ne? Da müsst ihr jetzt drum rumkommen. Wenn man mich fragt, ne? Mach mal ein Antwortvideo, ja, meine Fragen. Dann bin ich natürlich jemand, der sehr ausführlich berichtet. Ne? Und eigentlich hatte ich das vor, tatsächlich sehr kurz nur zu antworten. Scheiß Fliege hier. Ich wollte nur ganz kurz und hätte nicht gedacht, dass das jetzt hier 36 Minuten schon sind. Leute, wisst ihr Bescheid. Also deswegen mache ich jetzt schnell. Also, und ich gehe auch nirgendwo mehr hin. Warum soll ich denn rausgehen, wenn ich schön auf meiner Couch hier bestellen kann? Beziehungsweise dann ja mir liefern lassen kann, wenn ich denn doch mal eine DVD will, wollen würde, ja, lassen mich doch liefern, da gehe ich doch nicht noch raus, ja, lassen mir schön liefern und dann so packe ich das Paketchen aus und dann habe ich den Film. Ja. Und ansonsten Streaming, ich bin wirklich, ich liebe Streaming, ja, ich stehe auch dazu. So, welche Verpackung also hättest du hier bei deinem? Wieder. Also, und wenn es darum geht, um die Frage jetzt auch wirklich korrekt zu beantworten, einfach die normale DVD-Hülle, ja, bei meinem örtlichen, wenn doch mal da wäre, ja, einfach nur die Hülle. Es geht mir nämlich um den Film. So. Neunte Frage. Ja. Würdest du dir einen Film in der Sammlung holen, auch wenn du diesen nicht magst? Dieser Film wäre in einem Steelbook, was geprägt wäre, ein Innenprint hat und eine, was heißt das? Spotlackierung und limitiert ist? Naja, also genau. Natürlich kaufe ich mir keine Filme, die ich nicht mag. Ne? Wäre lächerlich. Schmeiß doch nicht mein Geld zum Fenster raus. Das ist eh schon alles so teuer heute. Warum? Gut. Es gäbe einen Punkt, ne? Wenn ich jetzt einen Film nicht mag, ja, aber da mein Lieblingsschauspieler mitspielt, ja, dann kaufe ich den natürlich trotzdem. Ne? Obwohl der Film mir vielleicht nicht gefällt, aber der selten ist und mein Lieblingsschauspieler, meine Lieblingsschauspielerin oder was auch immer da mitspielt, dann sage ich, ja, hole ich trotzdem. Ne? Ja, gucke ich da mal. Ne? Aber jetzt auf die Frage bezogen, nur ob mir, wenn mir ein Film nicht gefällt und einfach nur weiter eine tolle Verpackung ist oder wieso, das interessiert mich nicht. Ne? Interessiert mich nicht. Mein Lüfter meldet sich auch gerade schon wieder sehr laut zu Wort, weil ich so lange mit euch rede hier, ja, und Antwort stehe. Ja. Nein, also jetzt, wenn mir generell ein Film nicht gefällt und der dann noch ins Depot, warum denn? Ist ja noch teurer dann, wenn noch eine besondere Verpackung ist. Warum? No, no. Oh. Zehnte Frage, letzte Frage. Welchen Film hättest du gerne in einer würdigen Verpackung? Steelbook, Mediabook, Hardbook und so weiter und warum? Lass deine Fantasie spielen. Ja, es gibt natürlich besondere Filme, wo man sagen kann, die hätten eine würdige Veröffentlichung verdient, sagen wir mal jetzt so.
hier große Trilogien oder so, Pate oder so, ne? Oder Exorzismus, oder hier Exorzist oder so. Ja, also es gibt natürlich Perlen, wo auch Mehrteiler sind und so, wo man sagt, ja, mal alle Filme zusammen, Halloween-Reihe oder so, ja, alles gut. Aber Leute, ist doch egal, wo das drin steckt, ne? Also das ist nur wieder Geschäftemacherei. Hauptsache der Film stimmt. Und dass ich mal alle Teile vielleicht zusammen habe, damit ich weiß, erster Teil, zweiter Teil, weil ja vieles durcheinander irgendwie immer gezeigt wird, irgendwo mal im Fernsehen, wenn es mal im Fernsehen gezeigt wird, ja. Leute, ja, mir wurscht. Das ist der Kunde wurscht. Ja. Gut, das war es eigentlich. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Nee, bin fertig. Nach 40 Minuten, mein Läppi wird sehr laut hier. Ja, ein bisschen warm auch. Gut, also Leute, das waren meine Antworten. Ich habe sehr gerne geantwortet und ich hoffe, ich habe meine Kollegen jetzt nicht verschreckt, weil es echt so lange gedauert hat. Der Filmfreak Marcel hat es ja kurz und bündig gemacht. Ja. Ich habe natürlich wieder richtig ins Volle gegriffen, ne? Und eine Dreiviertelstunde fast hier gemacht. Was ich jetzt noch sagen möchte natürlich, ich nominiere natürlich auch noch jemanden, ne? Der auch zu diesem Thema heute die Meinung mal sagen muss. Egal wie die ausfällt. Ne? Aber wenn die Kunde schon antworten muss und der Filmfreak antworten muss und sonst wer antworten muss, okay, dann muss natürlich auch die Kunde welche nominieren, die auch mal Rede und Antwort stehen müssen. Ja, mitgefangen, mitgehangen in dieser Gemeinde. Ja? Sagen wir mal so. Und jo, die Kunde nominiert, weiß gar nicht, ob man das in dem Video schon sagt oder einfach nur hinschreibt, aber ich sage es einfach schon mal, damit die betreffenden Leute sich mal schon mal darauf einstellen können. Ne? Also, ich nominiere, Kulles Filmwelt nominiert zu dieser Frage-Antwort-Spiele-Sache hier, Mr. Schrotti 11. Mr. Schrotti 11, Ihre Meinung ist gefragt, auch zu diesem Thema. Und, wie heißt er, Kung Fu Fitness Snake, Snakebite. So, da hat es hier irgendwie ein bisschen unscharf gerade auszusehen. Also, und Kung Fu Fitness Snakebite. Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber ist egal. Denn er muss jetzt auch. Er muss auch ran. Ja, ran muss er. Ja, ihr beiden seid gefragt. Ja? Wisst ihr Bescheid? Wenn ihr jetzt nicht glauben könnt, dass ich euch nominiert habe, müsst ihr das Video nochmal zurückspulen, dann könnt ihr es nochmal hören. Leute, wirklich. Ja. Und, die Filmkunde wollte ich schon sagen. Cooles Filmbild wird demnächst auch eine Tech-Frage stellen. Also mehrere. Ja? Muss sich ja lohnen für euch. Ja, und ich suche mir eine besonders schöne aus. Irgendwie was mir so einfällt. Ja. Und ihr werdet überrascht sein. Ja? So, das war es eigentlich zu diesem Projekt hier heute. 42 Minuten. Und der Lüfter geht zum Glück. Kriege ich immer Panik dann. Gut, also, ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken bei Filmfreak Marcel, dass er, dass ihm meine Meinung dazu wichtig war, beziehungsweise, dass es ihn interessiert hat, wie ich dazu stehe, dass er mich gefragt hat, ob ich mitmachen würde, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verschreckt, Marcel, dass das so viel, so lange geworden ist. Dabei wollte ich es wirklich ganz kurz halten. Ich wollte es eigentlich noch kürzer halten, als du es jemals jetzt mit dem Video gemacht hast bei dir. Ich wollte eigentlich in 5 Minuten fertig sein. Tja, das war wohl zu früh gefreut. Ne? Also Leute, das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank nochmal. Ich mache auch nächstes Mal wieder gerne mit. Also coole antwortet immer. Und ich werde mich bemühen, mich kurz zu halten. Wirklich kürzer, zumindest kürzer. Ja? Aber ich rede immer gerne. Ihr merkt es ja. Ne? Auch in meinem Livestream. Morgen bin ich dann wieder um 17 Uhr live auf YouTube da. Ja? Livestream. Und dann, freue ich mich darauf, wenn irgendwann irgendwer mal wieder um die Ecke kommt und sagt, Kulle, beantworte mal Text. Ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Gut, also, das war es von meiner Seite aus. Viele liebe Grüße an Filmfreak Marcel, ja, von hier aus. Und ansonsten, salut, ab im Tomisami. Eure Kulle. Tschüss.